Ja, hi, hier nochmal alte Taschenrechner, die ich irgendwie günstig ersteigert habe bei eBay. Ja, den TI30, den hatten wir ja fast alle, also die der etwas älteren Generation angehören. Den hatten wir ja alle damals, also wir in der Klasse zumindest hatten alle einen. Und ja, dann gab es aber noch den TI45, der ist so ähnlich, der hat aber eine grüne Anzeige. Der gehört zur Majestic Line. Und dieser hier ist aus der zweiten Generation, der hat so eine erhabene Schrift, die war aber immer so. Also das Gold ist nicht etwa abgeblättert, hier sieht man es, ist es so gold bedruckt. Das war hier schon immer so einfach so schlicht. Ja, und der hat aber diese wunderbare grüne Anzeige. Die Tasten sind wohl durch die Lagerung ein bisschen eingestaubt. Da muss man dann manchmal so ein bisschen so drauf rumrühren oder so ein bisschen so drücken, dann wird das besser. Eigentlich müsste man ihn auseinandernehmen, aber die sind nicht verschraubt, sondern so zusammengepresst. Und da habe ich immer Angst, dass ich da irgendwas kaputt mache. Deswegen versuche ich es erstmal so äußerlich. Ne? Mit Luftdruck habe ich was probiert und ja, halt so. Ne? Ja, aber wunderschön. Ja, dann haben wir hier den TI57. Den hatte ich euch schon mal gezeigt. Da gibt es eigentlich gar kein Netzteil oder irgendein Ladegerät. Das habe ich mir selber da dran gefummelt. Einfach den Batterie, da am Batterieanschluss ein Kabel angelötet. Ich hole mal einen Schraubenzieher, dann können wir uns das mal angucken. So, und zwar, wenn ich das hier jetzt öffne, ne, dann kann man sehen, dass ich da, hier kommt das Kabel, hier ist die Entlastung durch eine Schlaufe. Dann ist hier der Kabelanschluss und da könnt ihr euch dann also die merken, wie das angeschlossen ist. Und zwar ist hier der graue, der geht zu dem blauen und der schwarze hier geht zum grünen. Ja, das ist die, dann habt ihr das richtig gepolt, falls ihr das auch machen wollt. Ja, und das funktioniert mit einem ganz normalen Standard-Universal-Netzteil für 7, 8 Euro. Ja, und der ist sogar programmierbar, ne? Das war einer der schon ein bisschen besseren Rechner. Ich schiebe mal etwas in die Mitte. Ja, also der hat ja eine etwas kleinere Anzeige, so eine rote. Wackelt immer noch ein bisschen. Und ja, flotter Rechner. 89 hoch 12. Aber man sieht an der Rechenzeit, nicht? Also das war damals, waren die Prozessoren noch sehr, sehr langsam. Aber das reichte auch vollkommen für diese ganz normalen Rechenaufgaben, war das okay, ne? Und der ist ja ein wissenschaftlicher Rechner, ne? Hat hier so Trigonometrie schon drauf, doppelte Tastenbelegung und so, ne? Ja, und das hier war meine letzte Errungenschaft. Das ist der SR50A. Es gab dann noch den SR51, der hatte doppelte Tastenbelegung. Und dann gab es aber auch noch den SR52 mit Magnetkartenleser. Ne? Das ist ein ganz seltener Rechner, den kriegt man äußerst selten. Ja, und hier war auch das Problem mit der Stromversorgung. Und da ist normalerweise auch ein Nickel-Cadmium-Akku drin. Und der war natürlich nach all den Jahren in einem sehr bedauernswerten Zustand. Den musste ich sogar entsorgen, so schlecht war der. Und ja, was habe ich gemacht? Habe ein 3,6 Volt Akkupack, das kann man so kaufen. Das hatte ich auch schon mal ein Video drüber gemacht. Ich mache mal einen Link, damit ihr das schneller findet. Die kosten so 7, 8 Euro. Und hier kann ich ja also, ich habe noch netterweise das Original Texas Instruments Ladegerät dafür bekommen. Und da kann ich über die ganz normale Buchse erstens den Akku aufladen und außerdem den Rechner dann stationär im Betrieb haben. Das geht ohne Akku lustigerweise nicht. Das ist beim TI 59 das gleiche Phänomen.
Das Netzteil alleine reicht nicht, ne? Man braucht auch noch einen Akku. Naja, hier schaltet man den also an. Der hat eine etwas hellere, schönere Anzeige als der TI57. Und jetzt kann man ja mal gucken von der Rechenleistung auch und auch von der Anzeigegenauigkeit. Wenn ich jetzt irgend so eine Aufgabe habe, ich hatte gerade 89 hoch 12. Ach, da hat er ihn schon wieder versaut. Hoch 12 gleich. Ne, dauert eine Weile und dann wird es aber angezeigt, aber mit ganz wenigen Stellen nur. Dann hier bei dem 89. Oh, ach, der hat auch hier mit der Taste ein Problem gehabt eben. Hallo? Hallo? Ah, hoch 12. So, Achtung. Das ging schon viel schneller. Und jetzt machen wir mal den. 89. Hier ist noch die Tasten so schön weit auseinander. Ne? Viel Platz hier bei dem Ding. Hoch 12. Zack, der war am schnellsten und der hat auch die, zeigt die meisten Ziffern an, ne? Ja, das ist schon toll. Also schon ein fortschrittliches Gerät. Die wurden ja dann immer besser und auch teurer, ne? Ja, das ist also der SR50A. Und da kann man auch sogar schon Fakultät mitrechnen. Das höchste, was er kann, ist 69. Das ist aber beim normalen TI 84 Plus genauso heutzutage noch. Fakultät geht aber relativ schnell, ne? Und zeigt sehr viele Stellen auch an. Und jetzt, wenn ich 70 eingebe, Fakultät 70, dann ist die Schmerzgrenze schon überschritten. Also das, aber wie gesagt, das ist beim TI 84 Plus, beim aktuellen oder beziehungsweise bei dem am meisten verkauften genauso. Ja. Was könnte man noch probieren? Ja, Sinus von 30. Da kann ich hier zwischen zwei Winkelmodi hin und her schalten. Und hier in dem Fall ist es ja 0,5. Hier bei dem 30 Sinus. Was nennt der Sinus? Ach so, das hier doppelt. Second Sinus 0,5. Aber hier ist die Anzeige viel dunkler. Vielleicht ist die Spannung auch. Ne, die ist ja korrekt eigentlich, die Spannung. Ja, was haben wir sonst noch? Wurzel. Wurzel 2. 2 Wurzel. Das geht sehr flott. Ja, hier zeigt er noch eine Stelle mehr an. Wurzel 2. Der hat hier auch eine Stelle weniger als der SR50. Ja, das ist wirklich ein sehr schönes Gerät. Sehr übersichtlich kann man gut als Tischrechner einfach so haben, finde ich. Weil man sieht die Anzeige sehr schön. Bei dem hier zwar auch. Aber hier habe ich kein Netzteil. Hier ist einfach nur eine Blockbatterie drin. Eine 9 Volt Blockbatterie. Ich habe das jetzt zugeklebt. Na, da ist er ja. So, da ist er, ne? 9 Volt Blockbatterie. Da könnte man natürlich auch ganz leicht irgendwie ein Netzteil anbauen, ne? Auch kein Problem. Oder einen Akku oder was weiß ich, ne? Das alles nicht so wahnsinnig schwer. Ja, ich denke, das soll es mal gewesen sein. Ich wollte euch den nur mal zeigen, weil ich den sehr schön finde und jetzt froh bin, dass ich den zum Laufen bekommen habe hier mit diesem 3,6 Volt Akku. Den kann ich ja jetzt über das Gerät aufladen. Hier ist, wie lustig, ne? Hier ist sogar noch eine Bedienungsanleitung auf dem Gehäusedeckel drauf, ne? Das war noch, da gab es auch irre dicke Handbücher immer, gedruckte. Ja,
mit lauter Beispielrechnungen und also das, ja, das war halt die Anfangszeit, ne? Da haben die sich noch Mühe gegeben. Okay, das war's. Wollte ich euch nur mal zeigen. Macht's gut und bis bald.